Eine weitere Runde. Willkommen zurück. Es ist ein bisschen heiß am Abend. Wir spielen Tomb of the Spider Queen. Wir haben wieder keinen Haller dabei. Oh, sollte jemand sich für Haller entscheiden, dann werde ich das machen. Aber ich glaube, wir werden hier mal wieder Alex Trasau spielen. Heal und die Magier, das sind immer noch so meine große Leidenschaft, während ich jetzt endlich so was ich hier für ein Problem habe. Es ist eine merkwürdige Fliege, die hier drin ist. Die sich hierhin verirrt hat. Okay, Alex Trasau. Werden wir den Keltas bannen? Keltas zu bannen wäre wichtig. Und nice und schön und toll und überhaupt alles wäre so viel einfacher. Mal wieder ein bisschen Alex Trasau spielen. Dragon Queen ist am Start. Es ist Zeit. Ich folge der Stimme Eluns. Alex Trasau macht immer noch einen guten Eindruck. Wir können auch hier mit Dingsbums spielen, mit der guten Weißsträhne. Teig ist gebannt. Warum? Wahrscheinlich gehen die Frontline wieder haben. Ich will mal gucken, wie ich hier spielen werde. Wir haben relativ viel Front. Das heißt, Kreis des Lebens würde sich anbieten, hier zu spielen. Ich muss zur Tat schreiten. Kreis des Lebens. Ich bin auch immer wieder gerne dafür zu haben, mit Flamme der Imbrunst zu spielen, die Abhängigkeit der Dragon Queen zu verringern. Kreis des Lebens würde sich aber ein bisschen mehr anbieten, weil Regenerationskugeln kriegen wir hier nicht so schnell zusammen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das ja gleich machen. Der Uta kommt rein ins Spiel. Jetzt haben sie auch eine Menge Frontline, Kino Mage, weil Mage would be really good here. Aber so wie es aussieht, wird er wohl Genji gehen. Genji ist kein guter Pick gegen Uta und gegen Xul. Das ist ein schwieriges Spiel für ihn. Wenn er gut ist, kann er das handeln. Aber Uta gepickt ist, da einen Genji reinzuhauen, ist schon mega riskant. Das sieht erstmal nicht gut aus für uns. Ich glaube, wir werden hier auf die Dragon Queen gehen. Was ist mein Nemesis? Ich glaube, Diablo ist mein harter Nemesis. Ein Follow-up-Stan von Tyrande wird das halt übelster Scheiß für mich. Läuft wirklich auf hinten in der Defensive platziert sein, nicht zu greedy sein. Frage ist jetzt auch, welchen Ulti geben wir? Gehen wir Lebensbinderin oder geben wir einfach den Ulti, der uns auch ein bisschen safen tut? Schwierig. Wir lassen mal bis Level 10 uns überraschen, was da passieren kann. Wir werden die Dragon Queen auf jeden Fall spielen. Am Ende
Ende werden alle, die dem Tod dienen, immer von ihm verschlungen. 7 Sekunden. Verbleibend. 5, 4, 3, 2, 1. Macht sie restlos nieder. Zeigt keine Gnade. Schon viel besser. Und du meinst, das Mana-Verbrauch nur ein Stack bekommen, ist ein bisschen erbärmlich. Da war ein bisschen gestackt, ich geh mal hoch. Erstes Blut. Okay. Ich muss euch vorerst verlassen. Bin ich ganz sicher, ob wir komplett auf Flamme der Imbrunst gehen. Flammenstoß. Könnte man eigentlich schon machen, weil bis dahin passiert halt nicht so viel und die Lebensmittel können wir schon gebrauchen. Macht erstmal den Eindruck, als wäre das ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Was geht da dann? Wenn er einfach eiskalt rausgeht. Holy shit. Schade. 2 Ticks fehlen mir noch. Wählt ein Talent. Spielen wir mal komplett drauf. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen gebufft wurde, das Talent. Ah.
deinen Zorn am eigenen Leib erfahren. Okay, dann gehen wir mal runter. Ich habe nämlich noch Dragon Queen. Meine Wunden heilen. Scheint doch zu etwas Nutze zu sein. Ich muss mich zurückziehen. Meine Bestimmung soll erfüllt werden. Ich warte auf die Juwelen. Bringt sie zu den Altaren. Bringt mir ihre Macht. Das Gelände ist bereit. Eure Feinde gier. Okay. Jetzt haben sie mich abgefangen. Fucking hell. Verteidigt euch oder sterbt. Mich kümmert es nicht. In Level 10 glaube ich, dass wir Leute in der Flamme gehen. Ist, glaube ich, ein bisschen besser hier. Ein bisschen mehr AOE. Wir brauchen ein bisschen mehr AOE hier. Ich habe das Gefühl, dass wir zu wenig davon haben. Muss ich euch erst daran erinnern, ein Talent auszuwählen? Oh, fucking hell. Ich geh mal hoch, ich muss runter. Meine Netzweber sind gefallen. Sammelt Juwelen, sonst wird euch dasselbe Schicksal ereilen. Sagt mir, war euch dieses Fort nicht wichtig genug? Ah, ein bisschen zu früh eingesetzt. Ich dachte, sie gehen noch hinterher, aber haben sie nicht mehr. Ein bisschen Mana sparender spielen. Eure Probleme wachsen euch über den Kopf. Wir müssen uns zurückziehen. Ich danke dir für die Heilung.
Wir brauchen halt auch mal ein paar Kills, ne? Das ist unser Problem. Holy shit, ich hab nix mehr. Das läuft nicht so gut für uns. Wir haben auch kaum Damage. Wir haben viel, viel, viel mehr Damage als wieder Genji und der Butcher. Funktioniert halt nicht so gut, ne? Also. Hat mir das schon gedacht, der Genji-Pick hier gegen den Uta und gegen Diablo und auch gegen den so krassen Freestun wird halt ein sehr, sehr großes Problem werden. Ein Talent, aber enttäuscht dich nicht. Ich danke dir für die Heilung. Keine Chance, ey. Oh je, oh je. Wer von euch Versagern hat zugelassen, dass der Feind diese Festung zerstört? Eure Zitadelle wird angegriffen. Schon wieder! Die Zitadelle. Man sollte meinen, diese Strategie würdet selbst ihr verstehen. Da kannst du nichts machen. Na, kocht ihr vor Wut? Gut. MVP. Immer kein Damage gehabt. Weder Genji noch Butcher.
einfach zu hart gecountert worden, schlecht gedraftet. Super, super schlecht gedraftet von meinem Team. Da halt einen Genji reinzupicken. Mal gucken. Ja, wieder schön. Mit dem Stühlchen auf den Kabeln rumschlittert. Ja, ich bin aber trotzdem zufrieden. Damage-technisch, wie gesagt, nix. Butcher, nicht gestackt. Genji. Beides Picks, die sehr, sehr schlecht in deren Combo funktionieren. Diablo, Tyrande, Uta. Uta mit Divine Storm, richtige Entscheidung. Der Genji ist einfach ein ganz, ganz schlechter Pick gewesen hier. Wenn man Genji spielt, dann weiß man, dass Uta immer eine Gefahr ist mit dem Lockdown, den er rausballern kann. Einen sehr, sehr starken Lockdown. Da hat man kaum eine Chance. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten. Tschüss.